殺す。おじけづくか。Hallo und moin zusammen, Super Gamma wie ihr seht, spielen wir wieder eine kleine Runde World of Warcraft PvP auf meinem Verstärker-Schaman. Leider, ich weiß nicht wieso, aber meine Aufnahmesoftware hat in diesem Spiel es versäumt, meines Wissens nach Ingame-Sound aufzunehmen. Sprich, es gibt keinen Kampflärm, aber okay, gut. Nichtsdestotrotz hatte ich hier ein sehr, sehr schönes Spiel. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr natürlich im Verlauf dieses Spiels erfahren, wieso ich so viel Spaß dran hatte. Nichtsdestotrotz, ja, ein paar Neuigkeiten. Wie ihr gesehen habt, arbeite ich ja kräftig an den Warhammer 40k-Videos, oder besser gesagt an den Lore-Videos zu Warhammer 40k. Nichtsdestotrotz versuche ich immer noch meine Charaktere, zumindest der Verstärker-Schaman, genauso wie meinem Frost Death Knight auf dem Laufenden zu halten, was PvP angeht in World of Warcraft. Und ja, wenn Spiele nicht zu chaotisch sind, dann hat man sogar eine Menge Spaß dabei. Und ich muss sagen, natürlich hat man irgendwo das Ziel, besonders wenn man am Mittwoch nach dem Reset das Ziel hat, so schnell wie möglich seine Eroberungspunkte zu grinden, hat man natürlich schon irgendwo das Ziel, so viele wie nur möglich Spiele zu gewinnen, was allerdings leider nicht immer möglich ist. Dann kann es doch schon ein bisschen nervig sein, wenn man ein Spiel nach dem anderen verliert, besonders wenn man sich halt Mühe gibt. Nichtsdestotrotz, manchmal hat man allerdings auch Spiele wie das hier. Und so viel verrate ich euch schon mal. Wir werden dieses Spiel nicht gewinnen. Aber ich meine, schaut euch das an. Ich bin jetzt seit knapp, das habe ich knapp mal Minute, würde ich sagen, konstant im Kampf. Ja? Und ich muss sagen, das ist etwas, was mir persönlich doch sehr, sehr gut gefällt. Wenn man halt diese Auseinandersetzung hat, wo man, wie wir jetzt halt hier so in kleiner Gruppe, also irgendwie so mit 4-5 Mann, kontinuierlich Druck auf den Gegner ausüben, gleichzeitig natürlich die Gegner aber auch Druck auf uns ausübt. Und hierbei ist es halt wirklich, es ist halt wirklich Fun. Das ist genau das, was mir persönlich den meisten Spaß im Spiel bringt, wenn es konstant Action gibt. Ja, nicht, ich meine mal klar, von Zeit zu Zeit hat man einfach so diese Gegner, wo man aufeinander prescht, 1 gegen 1, und man wirft sich alles entgegen, was man hat, sowohl von dem, was die Klasse anbietet, wie auch das, was man spielerisch mitbringt. Und ja, dann hat man ein schönes sozusagen Duell. Allerdings sind für mich persönlich diese Duelle weitaus weniger unterhaltsam als das, was hier jetzt gerade abgeht, dass wir halt konstant, ganze Zeit, ich meine mal seit knapp 3 bis 4 Minuten, ist Krieg. Hier ist ganze Zeit Action. Keine Pause. Kein Verschnaufen. Nicht möglich, ja? Ich hätte hier und da sicherlich ein bisschen mehr Leistung rausholen sollen, besonders in Verwendung mit Aszendenz, aber ja, ich bin da immer faul, ja, oder was heißt faul? Ich versäume es nicht selten, Aszendenz zu benutzen, einfach weil es halt so ein, es ist ein langer Cooldown. Ich habe mal 3 Minuten Abklingzeit plus 5 Minuten Abklingzeit für das Feuerelementar. Und ich finde es halt immer sehr, sehr schade, wenn man das halt benutzen tut. Irgendwie für so ein, ja, für so ein 1 gegen 1, ja, oder halt irgendwie mit schwachen Gegnern sich bekämpfen darf, die dann halt irgendwie nach 2-3 Hits umfallen und tot sind. So. Und man hat dann seine 3 und 5 Minuten CD verbraucht, den man halt vielleicht eine Minute später oder 2 Minuten später gebraucht hätte, um den Gegner oder mehrere Gegner bezwingen zu können. Deswegen finde ich das da immer etwas schade. Nichtsdestotrotz, ja, hier war es halt wirklich konstant, ne? Und da natürlich mal wieder mein Lieblings-Defense-Skill, Rufflecopter. Ich brauche keinen Skill, ich habe den Rufflecopter. Yay! Nichtsdestotrotz, ja, der Hunter ist auf dem Weg, ne? Der will weg. Jetzt benutze ich halt erstmal meine Skills oder meine DPS-CDs, wobei meine DPS-CDs sind hier so oder weniger schon wieder ausgelaufen. Ja, den Schurken habe ich angegriffen, den Hunter hätte ich fast gekriegt, aber ja, es ist halt Hunter, ne? Ich war mal
sein Passiv-Heal. Ich weiß gar nicht, ob er hier irgendeinen Healer hat, der ihn am Leben erhält, so wie ich es jetzt halt gerade habe, oder ob es halt Passiv-Heal ist vom Hunter, so dass er halt kontinuierlich irgendwie 2-3% seiner Maximal von den an wo er halt 2-3% Leben halt basierend auf dem, was er an Maximum Leben hat. Ne? Und hier Blitz hat nicht ausgereicht. Blitzschlag hat nicht ausgereicht, um sein Ende herbeizuführen. Aber jetzt habe ich ihn. Ne? Und mir geht's gar nicht so schlecht. Wobei, ja, ich hätte vielleicht ein wenig mehr Aufmerksamkeit dem schenken sollen, was hinter mir geschieht. Denn wie ihr seht, ja, meine DPS-CD ist nicht nur meine DPS, sondern auch meine Defensiv-Cooldowns sind ausgelaufen. Sind verbraucht, sind alle auf, sind alle auf Abklingzeit. Und ich habe jetzt noch einen hässlichen Frostmage am Hintern kleben. Was allerdings an sich ganz nice ist. Bis zu dem Moment, wo ich jetzt auch noch einen Death Knight an die Arschbacke geklebt bekomme. Und ja, jetzt, jetzt sagen wir mal, läuft das Ganze nicht mehr nach Plan. Den Frostmage? Ich glaube, den Frostmage hätte ich noch gepackt. Hätte ich nicht noch zusätzlich halt den Unholy Death Knight an die Arschbacke geklebt bekommen, hätte ich, denke ich mal, den Frostmage noch einen sehr, sehr guten Kampf liefern können, sollen, hätte es getan. Ja, natürlich hier mal wieder, ich brauche keinen Skill, ich habe einen Rafflecopter. Yay! Oh, wie ich diesen Skill hasse, wie ich überhaupt diese Klasse hasse. Ich hasse Hunter, ich hasse sie wirklich. Es ist eine der Klassen, die ich niemals selber spielen würde, weil es halt so ein Freifahrtschein ist, mal ganz ehrlich, ey. Also jeder, ich meine, das soll jetzt nicht beleidigend klingen an die Spieler, ja. Aber mal ehrlich, Hunter, ich glaube, Hunter ist die am wenigsten skillbrauchende Klasse, die es im Spiel gibt. Ja, also wenn ihr PvP anfangt und ihr wisst noch nicht, welche Klasse ihr spielen sollt, und ihr wollt es euch so einfach wie möglich zu machen, spielt Hunter. Ich glaube, es gibt nichts leichteres als ein Hunter in PvP. Ja? Klar, wollt ihr es etwas anspruchsvoller haben, spielt ihr aller Wahrscheinlichkeit jede andere Klasse nach, die zur Verfügung steht, oder ihr spielt einfach einen Enhancer. Ja? Ich glaube, ein Enhancer ist eine der anspruchsvollsten Klassen, wenn es um PvP geht. Im Vergleich zumindest mit den Hunter. Aber wie gesagt, das geht nicht gegen den Spieler, der vielleicht Hunter spielt, sondern eher gegen die Klasse. Wie gesagt, ich finde es einfach nur. Hunter ist eine, so, ist meiner Meinung nach so die lächerlichste Klasse, die es für PvP gibt. Ja, Range Attack, Melee Attack, eine Million CC-Möglichkeiten. Meiner Meinung nach mit den stärksten Defensiv-Cooldown, den es im Spiel gibt und den er nicht nur einmal, sondern vielleicht zweimal hintereinander ziehen kann, nicht wie ein Parler mit der Bubble und die dann auch noch dispelled werden kann. Nein, beim Hunter kannst du den Arsch dispellen. Ist gar nichts, geht da gar nichts. Apropos Hunter, dieser Paladin, dieser Healerin war ziemlich nervig. Ziemlich nervig. Ich frage mich jetzt gerade, was ist da jetzt eigentlich passiert? Ich habe noch einen Blitzschlag abgefeuert auf den Schurken, der da gewesen ist. Ich habe aber irgendwie nichts getroffen, niemanden getroffen, was auch immer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, apropos Hunter, da haben wir ja einen, ne? Ja, Hunter, ich und die Hunter werden in diesem Spiel sicherlich keine Freunde mehr werden. Apropos Hunter und Freunde werden in diesem Spiel. Ich habe heute erfolgreich meine 7250 Erholungspunkte geholt. Was bedeutet, dass ich ab heute die Möglichkeit habe, auf meiner Verstärker-Schamanen die epische PvP-Waffe zu kaufen. Nicht nur eine, sondern natürlich auch zwei. Was ich natürlich auch schon getan habe. Aber ich habe sie noch nicht ausprobiert, denn nachdem ich mich heute erstmal durch das ein oder andere Zufallsschlachtfeld kämpfen durfte, um die nötigen Punkte einzusammeln, die mir noch gefehlt haben, ist mir die Lust ein wenig aufs Spiel vergangen. Da waren ein paar Spiele mit dabei, die... ja, das ist das Beste, was ich darüber sagen kann. Die waren... wie ein eingewachsener Zehennagel, ne? Den irgendjemand mit Zitronenwasser überschüttet. Wie eine offene Wunde, die mit Zitronenwasser
und keine Ahnung, Kehrseite ausgewaschen wird. Das war alles andere als angenehm. Also war echt nicht so der Hit. Hab aber Aschraum heute mal wieder probiert, aber oh mein Gott, das war Chaos pur. Es war an sich kein schlechter Raid. Ich behaupte immer sogar ganz gute Spieler. Aber Chaos pur, und somit haben wir nichts gerissen. Gar nichts. Das hat mich auch verwundert, denn letztens hatte ich einen sehr, sehr schönen Ashram-Raid, bei dem ich, ich habe in der Nacht gespielt. Irgendwie, es war, glaube ich, 1 Uhr nachts. Und es war ein sehr kleiner Raid an sich. Ich glaube, wir waren insgesamt 10 Mann. Also 10 Mann gegen 10 Mann. Das Ganze war allerdings sehr erfolgreich, zumindest für mich und Horde-Seite da. Und wir hatten fantastische Clashes, wirklich fantastische Clashes, und das Beste dabei war, ich habe das Artefakt gefunden. Ich hatte das Artefakt gefunden und ich hatte mich dazu entschieden, ich behalte es jetzt einfach mal, ne? Und ja, im 10-Mann-Gefecht geht das sogar. Also da ist es nicht so kritisch, dass man auf einmal das Artefakt verliert, möchte ich behaupten. Ist weitaus übersichtlicher, es ist auch weitaus leichter, das Ganze zu verteidigen, zu halten. Ich hatte ein sehr, sehr schönes Team, besonders zwei sehr, sehr gute Heiler. Die Jungs waren wirklich auf Zack und die haben es mehr oder weniger mir erlaubt, sehr offensiv zu spielen, was ich natürlich auch getan habe. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, es hat gerappelt in der Kiste, es hat richtig gerappelt in der Kiste. Ich bin losgegangen mit meinem Verstärker-Schaman und alles, was mir vor die Flinte gelaufen ist, wurde one-shotted mehr oder weniger. Man, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, aber wenn man das Artefakt trägt, was ist das, man hat glaube ich 100% mehr Leben, macht 100% mehr Schaden, irgendwie so, also es ist äußerst eindrucksvoll, was man so vor sich gibt. Ja, natürlich, nicht nur, dass er eine Frostfalle legt, die den Schurken lahmlegt, nein, er hat auch noch eine Explosionsfalle. War das nicht mal früher so, dass Hunter nur eine Falle zur Zeit liegen konnte und nicht zwei gleichzeitig? Ja, ich weiß, dass das Lieblings-Sonderschulkind von Blizzard braucht er hier und da natürlich einen Buff. Und dann natürlich, warum eigentlich nur zwei Fallen? Warum nicht drei? Oder können sie sogar drei legen? Ich weiß es nicht. Ja, es ist halt Hunter. Ich und Hunter werden in diesem Leben, wie gesagt, keine Freunde mehr werden. Einfach weil ich finde, es ist halt lächerlich. Was die Klasse alles kann, ist halt so, aha. Stun, CC, König und DPS-technisch, ja, alles andere als zu unterschätzen. Ne? Vor allem, wenn man mit Enhancer spielt, ist es schon... Man hat schon ein recht hartes Leben, besonders gegen, wenn ich mir so die Ranges angucke, mit denen ich immer wieder irgendwo in Kämpfer verwickelt werde, würde ich persönlich sagen, dass die größten Probleme, die ich mit dem Range habe, habe ich halt mit dem Hunter. Weil diese Klasse einfach so viele Möglichkeiten hat. Also mit Frost Mages habe ich die, mit Frost oder Fire Mages würde ich sagen, habe ich die geringsten Probleme. Was recht interessant ist. Wobei, ja, so Frost Mage, Fire Mage, Shadow Priest wollte ich alle so auf eine Stufe kleben, ne? Da ist es für mich rein von der Konstellation her, von dem, was sie können oder was die Klassen können, von dem, was ich kann als Klasse, ist es für mich das Einfachste, um dagegen wirken zu können und vor allem dagegen halten zu können. Wirklich die schwersten Spiele habe ich gegen Hunter oder Eulen, weil Eulen halt auch. Oh, Eule, alter Schwede, die haben eine Mobilität und auch einen Arsch voll CC, den sie einen entgegenwerfen können. Zusätzlich ist es dann auch noch so, dass zum Beispiel unser CC ja ein Frog ist, halt im Grunde gegen eine Eule oder gegen einen Druiden, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere. Absolut nutzlos. Es ist absolut nutzlos, weil sie einfach dann die Form wandeln und den CC brechen. Und ja, irgendwo eine Eule oder einen Druiden in den Stun zu bekommen vom Energiespeicherungstoten, ja, das ist halt reine Glückssache, reiner Zufallsmoment, und da ich verlasse mich recht ungern auf Zufälle. Deswegen ja, CC-technisch sind wir da ein bisschen sehr aufgeschmissen. Und genauso halt mit dem Hunter, also ein Hunter-Froggen. Ich weiß, es ist schon mal vorgekommen, dass ich es schon mal geschafft habe, ohne dass er das unterbrochen hat. Wobei, ich mag es nicht. Ich mag es nicht überhaupt, den Versuch anzutreten, ihn zu froggen, weil, wenn ich ihn froggen will, oder halt verhexen, auf Deutsch,
im Frosch verzaubern, ja, in Frosch verwandeln, besser gesagt, muss ich stehen bleiben. Es gibt keine Möglichkeit für mich, das aus der Bewegung zu casten. Und eine Sache, die essentiell ist, meiner Meinung nach, im Kampf gegen Hunter, ist genau das, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, sie im Nahkampf zu halten, dann sollte man dabei bleiben. Ja, man sollte sie nicht aus dem Nahkampf herauslassen. So, einer kaputt, nächster dran, kein Problem. Zwei gehen, glaube ich, schon mittlerweile auf mein Konto, aber wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei, wobei, ja, ich bin mal wieder an den Hexer geraten. Und Hexer, ihr wisst ja, Hexer, ich glaube, Hexer ist so, abgesehen jetzt vom Heiler, unter den Lumpenträgern ist Hexer so der Tank, also ein Hexer. Nicht alle Hexer, aber wenn ein Hexer die passende Ausrüstung hat und auch einen gewissen Skill und gewisse Routine, dann ist meiner Meinung nach unter den Lumpenträgern der Hexer der absolute Tank. Also zum Teil, besonders an das eine Spiel, was ich mich gerne zurückerinnere, ja, definitiv, der Hexer war mehr als Tanky, also was der an Survivability gehabt hat, wie der durchgehend irgendwie regeneriert hat und vor allem wie viel er regeneriert hat, das war schon mehr als nur eindrucksvoll. Wobei, hier haben wir nochmal ein ganz gutes Beispiel für, ja, nennen wir es mal, laufenden Lumpenträgerpanzer. Und zwar, jedwede Art von heilender Priester. Ich glaube, heilende Priester, wenn es um Heiler geht und ich mir so überlege, welcher Heiler ist für mich am nervigsten zu töten, würde ich Priester ganz, ganz weit nach oben stellen. Ja? Und ich mach mal, schaut euch das mal, der Druide, ne? Der Druide hat mittlerweile, der hat zweimal für knapp 50.000 Punkte Schaden gekriegt, hintereinander. Nichtsdestotrotz scheint er sehr, sehr gut statuiert zu sein. Und ja, es ist eine Eule. Und ja, ihr wisst, worauf das Ganze hinausläuft. Er will mich von der Klippe stoßen, was ich natürlich versuche zu vermeiden. Nichtsdestotrotz versuche ich ihn halt auch im Kampf zu halten. Und ja, er hat mich darunter gestoßen. Nichtsdestotrotz hat mein Energiespeicherungstotem noch einen ganz guten Job getan und ihn da oben gestunt. Deswegen er gegen mich halt keinen Schaden machen konnte, was natürlich ein mehr als netter Effekt ist. Und ja, in dieser Zeit vom Blitz leider etwas zu spät, hat den Mage die Möglichkeit gegeben, sich im Eisblock einzuschießen und somit den Schaden, möglicherweise sogar den Tod zu entgehen, aber ja, vielleicht kriegen wir ihn noch. Nein, natürlich nicht. Alter Schwede, wie hat er denn jetzt schon wieder so weit gemacht? Ja, kein Problem. Okay, ich habe jetzt den Mage an der Arschbacke kleben, plus den Hunter, plus noch einen anderen Mage. Nichtsdestotrotz, den Hunter nehme ich mit, auch wenn ich hier jetzt drauf gehe. Der Hunter ist mit mir ins Gras gegangen. Ne? So ja nun nicht. Drei gegen einen habe ich mitgenommen. Also ich finde, ich habe da meine Haut mehr als nur teuer genug verkauft. Ich denke mal, das können wir uns nicht anschauen. Also werden wir nochmal skippen. So, wieder zurück direkt in die Action. So, was haben wir hier denn? Hier haben wir einen kleinen Frostmage. Und kleiner Frostmage, ich dachte, er wäre AFK. Scheint allerdings doch nicht zu sein. Was haben wir hier jetzt noch? Ein Druide und ein Schurke? Ich weiß nicht, ist das ein Druide? Ja, nee, das ist ein Schurken, mit dem ich jetzt kämpfe. Also, wir haben einen Schurken, einen Druiden, also einen Pharaon-Druiden und einen Frostmage. Nichtsdestotrotz, ich bin hier nicht ganz allein. Und dank meiner Tankiness als Verstärker-Schamane bleibe ich lang genug am Leben, um das Ganze hier mehr oder weniger für uns entscheiden zu können. Ich mach mal, hey, Solo? Ja, eher weniger. Zum Glück hatte ich halt jetzt noch den Hunter als Support bekommen, der mir doch sehr, sehr hilfreich zur Hand gegangen ist. Und jetzt schauen wir mal, was läuft denn hier? Was haben wir denn hier? Ah, da haben wir mal wieder meine Lieblingseule. Nervigster Charakter im Spiel, oder nervigster Gegner in diesem Spiel. Aufgrund seiner doch sehr, sehr guten Beweglichkeit und aufgrund dessen, dass der Typ doch sehr, sehr schwer oder sehr hart zu stellen ist. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut Schaden gemacht. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns jetzt mal den Hexer hier vor, der wieder da zurücklaufen und ihn suchen. Ja,
Wobei, ich mach, schaut euch doch mal wie an, ne? Hier halt Hexer. Absorbiert, absorbiert, er absorbiert einfach alles. Er tankt das hier like a boss. Wirklich, like a boss. Und ich bin nicht der Einzige, der versucht, ihn ins Gras beißen zu lassen. Nein, 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 da waren wir, glaube ich, zu zweit, zu dritt, wenn nicht sogar zu dritt drauf. Und ja, nichtsdestotrotz beeindruckende Leistung. Blitz in dein Gesicht, mein Freund. Du kannst hüpfen, du kannst springen, du kannst versuchen zu entkommen, aber überleben? Nope. So, was haben wir hier denn nochmal? Und die Eule, ich weiß nicht, die Eule scheint mich zu mögen. Ja, die Eule scheint mich in diesem Spiel zu mögen, denn ich habe das Gefühl, die Eule fokust mich mittlerweile seit 5 Minuten. Und nur dank meiner doch sehr guten Defensiv-Cooldowns, wie auch den Eifer meiner Mitspieler, besonders meiner Heiler, nur aufgrund dessen scheint es so zu sein, dass ich am Leben bleibe. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir haben den Gegner schon Heiler. Und er auch, er absorbiert einfach alles. Like a boss. Like a boss. Weil ich bin mir nicht 100% sicher, ob es ein Heiler gewesen ist oder doch nee. Nächstes, ja, nee, ist ein Heiler. Ist ein Heiler. Und ja, zum Glück habe ich noch einen recht fähigen Warrior, der mich hier unterstützt oder den ich hier unterstütze beim Versuch, den Heiler hier zu grinden. Aber ja, Heiler sind so eine Sache allgemein. Für einen Verstärker-Schaman kann es zum Teil der Kampf oder den Sieg über einen Gegner zu erringen, ist manchmal nicht so das Problem, wie ihn zu killen. Denn ja, das ist einfach so das, wo dem Enhancer dann der Execute fehlt. Es ist halt manchmal wirklich so, wie halt im vorherigen Spiel, was ihr gesehen habt mit dem Hunter. Wo euch dann die Mobilität fehlt, ja. Kein Sprint mehr zur Verfügung, Windwandler-Totem zweimal hintereinander eingesetzt und der Typ kann immer noch irgendwie sich aus eurer Reichweite flüchten. Und dann fehlt einfach genau es fehlt einfach ein guter, fetter Hit, der sozusagen mal ein bisschen mehr als 50-60k macht, um den Gegner ins Gras beißen zu lassen. Das ist genau dieser Moment, wo halt wirklich der Execute fehlt, meiner Meinung nach. Besonders wenn es halt ein Execute wäre, den man auf Entfernung wirken kann. Halt wie ein Holy, also wie halt der Hammer des Zorns vom Paladin. Wobei, nicht unbedingt jetzt ein neuer Skill, ja, meiner Meinung nach. Mir persönlich würde es reichen, wenn sie uns sozusagen eine Fähigkeit geben, die uns erlaubt, gegen Ziele, die, sagen wir mal, unter 20% Leben sind, Blitzschläge instant zu wirken. Ja? So dass wir sie nicht mehr casten müssen, so dass wir nicht mehr Malsturmwaffenaufladung aufbauen müssen, sondern instant casten. Und zwar, dass sie dann so gecastet werden, als ob wir sie mit 5 Aufladungen Malsturmwaffen casten würden. Sprich, dass sie nochmal diese 50% mehr erhöhten Schaden bekommen würden. Das wäre meiner Meinung nach äußerst nice. Das wäre etwas, was ich mir für den Verstärker-Schaman wünschen würde. Natürlich abgesehen davon, dass ich mir wünschen würde, dass sie das Totem-System überarbeiten. Denn, ja, so wie es aktuell ist, aufgrund dessen, wie es ist, macht es zum Teil auch einige der Talente äußerst nutzlos. Besonders Talente, die mit ULM-Talist verbunden sind oder allgemein das Talent ULM-Talist, flüssiges Magma zum Teil auch, genauso wie das Element, das Sturm-Elementar. Das sind einfach Talente, die aufgrund des Totem-Systems, so wie es ist, meiner Meinung nach nutzlos sind, denn sie sind einfach zu fragil oder ja, zu zerbrechlich, denn wenn sie nicht das Elementar töten, brauchen sie einfach nur den. Sie brauchen nicht das Elementar töten. Es reicht, wenn sie einfach das Totem umhauen. Und Totem umhauen kostet einen Schlag zu. Ja, ein Hit und das Ding ist weg. Und somit ist euer 5-Minuten-CD dann gecountert, was natürlich alles andere als CPA-Schweinebacke ist, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, ich würde mir wünschen, so einen kleinen Execute, ja, wie schon beschrieben. Blitzschläge casten, aus der Bewegung dann halt auch heraus, ja? Instant Cast mit Schadenserhöhung, wie halt für jede Aufladung von Marschstromwaffe, sprich 50% mehr Schaden für den Blitzschlag.
und eine Überarbeitung des Totemsystems. Nicht mehr arealbedingt, sondern wie Blitzschlagschild um uns herum kreisend. Und unangreifbar. Dann wäre ich absolut zufrieden. Absolut zufrieden. Nichtsdestotrotz, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich beim Kommentieren. Und vor allem, ich hoffe, dass ihr es genossen habt. Und wir kommen jetzt allerdings auch traurigerweise langsam, aber sicher zum Ende dieses Videos. Und somit bleibt mir noch zu sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und sage euch bis zum nächsten Mal hier, euer Super Gabo. おじけづくか。